Es gibt eine Auffälligkeit in der Pandemie: Männer, die sich mit dem Coronavirus anstecken, haben häufiger einen schwereren Verlauf von Covid-19 als Frauen. Auch ihr Sterberisiko ist deutlich höher. Was Coronaviren anbelangt, ist dieser Zusammenhang bereits bei MERS und SARS-CoV-1 aufgefallen und deutete sich für SARS-CoV-2 bereits in der ersten Welle der Infektionen in China, Italien und USA, aber auch in Deutschland an, sagt die Biologin Andrea Kröger, Professorin für molekulare Mikrobiologie an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Nach 5 Wellen sind die Zahlen eindeutig: das Sterberisiko hängt bei Covid nicht nur vom Alter ab, sondern auch vom Geschlecht. In Deutschland versterben in der Altersgruppe von 35 bis 59 Jahren etwa 2,37 mal so viele Männer an Covid-19 wie Frauen. Mit dem Alter gleicht sich der Wert dann etwas an. In der Altersgruppe von 60 bis 79 Jahren sterben 1,88 mal so viele Männer wie Frauen. Ab 80 Jahren sinkt die Relation auf knapp unter 1,5. Doch generell kommen Männer wesentlich schlechter durch die Pandemie. Es gibt dafür verschiedene Erklärungen.